Hallo und willkommen zurück zu Shapes.io. Momentan befinden wir uns in der 17. Runde und hängen immer noch im Level 21 fest. Aber wir liefern schon diese Zielscheibe mit 8 Items pro Sekunde ab. Und in der letzten Folge haben wir auch dieses Item hier oben an den Start gebracht, ebenfalls mit 8 Items pro Sekunde. Ja, so richtig glücklich macht mich das noch nicht. Wir sind noch nicht am Optimum angekommen. Wir müssen hier ein bisschen optimieren. Wir gehen mal hier hoch und sehen, dass wir hier in dieser Linie viel zu wenig Farbe kriegen. Das reicht hinten und vorne nicht. Dasselbe können wir auch hier sagen. Wir kriegen hier nur zur Hälfte lila. Das wiederum resultiert daraus, dass wir hier mit den Farben nicht hinterherkommen. Ja, das ist natürlich nicht toll. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir hier Weiß an den Start? Also mehr Weiß an den Start und mehr Rot. Das ist hier die Frage. Die Linien sehen momentan so aus. Glücklich, also so richtig glücklich bin ich jetzt nicht. Wirklich nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal wissenschaftlich ran. Ach Gott, wie ich das Wort so liebe. Das sind ja quasi solche Farbmischer. So ein Farbmischer hat eine Geschwindigkeit von 1,6 Items die Sekunde. Ne? Das heißt, wir können 10 hintereinander schalten. Dann haben wir 16 Items die Sekunde und das ist genau die Fließbandgeschwindigkeit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das passt auch einigermaßen so hin. Also bis hierher können wir liefern. Und das war's. Die hinteren Farbmischer kommen erst dann zum Einsatz, wenn wir schnellere Bänder haben. Jetzt schauen wir unsere Extrahierer an. Unsere Extrahierer haben momentan eine Geschwindigkeit von 2,8. Wir runden mal auf 3. Das heißt 3, 6, 12 und 15. Da sind wir ungefähr bei 15 Items die Sekunde. Das heißt, mit 6 Extraktoren kriegen wir 15 Items die Sekunde raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Das heißt, das, was wir hier am Start haben, läuft. Das machen wir mal richtig rum. Mehr bekommen wir hier tatsächlich nicht raus. Das heißt, um mehr Weiß an den Start zu kriegen, müssen wir das Ganze doppeln. Jawohl. Ich habe ehrlich gesagt nicht da die Lust dazu. Aber es geht jetzt hier tatsächlich nicht um die Lust, sondern ums Tun. Ja, das heißt, wir müssen hier die Dinger verdoppeln wir, klatschen sie oben dran, vielleicht ein bisschen mit Abstand, damit wir hier noch die Farbfelder nutzen können. Und die Dinger müssen wir, anders aufteilen oder zumindest die Bandzuführungen anders aufteilen. Das heißt letztendlich, alles bedarf hier einer Überarbeitung. So ein Scheiß. So, jetzt gucken wir mal. Können wir denn das alles, was wir hier haben, können wir das kopieren? Mit 20.000 können wir es kopieren. Das heißt, wir bauen es. Einigermaßen gerade hoch. So. Einigermaßen wird es schon stimmen. Wir bauen es hier wieder auf. Und jetzt verbinden wir das. Ich gucke gerade nach Blau. Rot haben wir hier, Blau haben wir hier. Wir nehmen dieses Blau. Moment.
Hier haben wir grün und rot und hier haben wir blau. Das Ding schließen wir hier anders an. Das nehmen wir mal weg. Wir gehen hier mit grün und rot ran. So. Schnips. Was haben wir gesagt? 6. Das heißt, nehmen wir die und wir sind glücklich. So, wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben jetzt 8. Wir brauchen aber nur 5. Das heißt, wir gehen jetzt hier mit 5 Linien runter. Und schauen mal. Die können wir hier schon dran machen. Weg da. Dich machen wir hier dran. Das machen wir weg, das machen wir weg und das machen wir weg. Dich klopfen wir hier dran. Hui! Dich schieben wir hier dran. Und hoppsala, und dich schieben wir hier dran. Jetzt nehmen wir grün. Grün haben wir hier. So, das sind unsere Extraktoren. Und wir brauchen 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5, 6, so machen wir 7. So, das sind unsere grünen Linien. Die ziehen wir mal raus. Alles auf eine Ebene. So, und eins noch. Klack. Und sehen, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Rumdrehen. Zuführen. Machen wir hier die zweite. Hier die dritte. Vierte. Und tup, 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 tup. Da die fünfte. Gut, hier unten brauchen wir jetzt natürlich keinen Tunnel. Ich mache ihn trotzdem. Erste Linie fertig. Zweite Linie fertig. Dritte Linie fertig. Vierte Linie. Ups. Jetzt fertig und die fünfte Linie. Fertig. Das binden wir jetzt hier noch schön an. Oh, egal. Und läuft. Mit anderen Worten, hier bekommen wir jetzt ein wunderschönes Blau raus und müssen, gelb, Entschuldigung, und müssen jetzt hier noch blau anbinden. Wir brauchen also wieder 5. Klack, klack, 2, 4, 6, 7 reicht auf alle Fälle aus. So. Und binden das erste an. Binden das zweite an. Binden das dritte an. Und das vierte. Und das fünfte. Und kriegen hier weiß. Das ist super. Jetzt werden wir uns mal überlegen, wie wir das jetzt machen. Also, wie gesagt, 16 pro Sekunde sind gerade mal zwei solche Dinger. Was können wir machen? Wir können, ganz ehrlich, am liebsten möchte ich die Dinger abreißen und neu aufbauen. Ha. Ich nehme mal. Puhuhu. Ich nehme mal hier zwei raus. Und
Bau die hier dran. Und zwar hier. Jetzt werden wir mal gucken, was wir alles brauchen. Also, das ist weiß und das ist rot. Das brauchen wir nicht und das brauchen wir nicht. So, okay. Haben wir hier oben noch mal rot? Rot haben wir hier. Wunderbar. Jetzt kopieren wir dieses C. Eins, zwei, drei. Wie viel haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier. Hier haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt hier oben noch mal eine. So. Ne? Wunderschön. Und jetzt ärgern wir uns, weil wir, warum wir jetzt hier nicht so viel Platz gelassen haben. Ach, verdammt. Das heißt, wir reißen die schönen Sachen wieder ab. Und das. So. Kopieren uns die Sache wieder hier. C. Und bauen es mit ein bisschen Platz wieder auf. Hier. Einen zurück. Hier. Hier. Und hier. 1, 2, 3, 4. Jetzt hauen wir das weg. Klack. Und bauen es nochmal auf. Und zwar so, sollte reichen. Jetzt gehen wir in die Unterwelt, kopieren uns, nee, Moment, das hier. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ja, es funktioniert nicht so. Sei es drum. Wir machen jetzt erstmal diese Kabelführungen hier. So und so, dann nehmen wir uns unseren Schalter und fügen ihn hier an. Da, da und da. Den nehmen wir weg, den nehmen wir weg und den und den und den. Jetzt gehen wir hier wieder raus, zack, schalten das Ding an und das. Und das und das und das. Hervorragend. Jetzt gucken wir, wo kommt Gelb rein? Gelb kommt immer oben rein, also hier. Also mit Gelb meine ich natürlich weiß. Ne? Das ist ja klar. Moment. Mal eben schauen. 2, 3, 4, 5. So. Das heißt, wir tunneln uns halt hier durch. Und hier durch. Und hier durch. Und hier durch. Hopsala, das machen wir weg. Das sind jetzt unsere Weißlinien. Moment, das brauchen wir hier oben. Und zwar, hier haben wir jetzt was falsch gemacht. Moment, so ist es richtig. Das binden wir hier an, das machen wir auch wieder weg. Und hier. So
hoch, rüber und anbinden. Wunderbar. Und schon läuft die Farbe. Jetzt holen wir uns Rot. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6. So. Das reservieren wir uns. Und gehen runter. Die führen wir jetzt hier schön vorbei. Ach, das ist doch wunderbar, wenn wir wirklich so schön Platz lassen. Den führen wir hier ran. Das machen wir weg. Das führen wir hier dran. Das führen wir da dran. Und stellen erstaunt fest, dass das alles nicht funktioniert, weil wir den unterste oder die unterste Linie vergessen haben. Macht aber nichts. Moment. Das war falsch. Und so. Fertig. Jetzt nehmen wir, extrahiere, was haben wir gesagt, 2, 4, 6, 7, 3, so, machen wir es mal so. Ballern uns hier voll. Und gehen jetzt hier mit 5 Einheiten hoch. 4 und 5. Schauen mal, wo wir hingehen müssen. Wir müssen mindestens das kopieren. So. C. Moment. Haben wir hier was falsch gemacht? Och nee. Einmal mit Profis arbeiten. So. Jetzt passt es. Da tunneln wir uns durch. Es wäre einfacher gewesen, die andere Linie quasi zu durchtunneln. Aber wir wollen mal nicht so sein. So, rüber, rüber, und rüber. So, hier haben wir unseren Fehler. Okay. Na, das reicht nicht. Moment, das nehmen wir. C. Gucken, wo müssen wir hin? Dahin, 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 dahin. So. So. Was ist denn hier schon wieder los? Das heißt, Moment, wir müssen hier natürlich erstmal mit 1, 2, 3, 4 runterkommen. Dann tunneln wir uns hier durch. Und hier.
Warum tunneln wir uns hier unten durch, wenn wir uns nicht da oben durchtunneln können? Ich weiß es nicht. Egal, wir machen es einfach. Und schließen das hier an. Ach so. Tja, hier unten brauchen wir natürlich auch einen Tunnel. So. Und anschließen. Und anschließen. So. Und hoch. Ach, und weil es so schön war, hier ran. So, ran, ran. Hoch, ran, ran. Jetzt kriegen wir hier die Items raus. Und hier. So, warum fördert er hier nicht? Ah. Deswegen. Warum fördert der nicht? Auch deswegen. Und der fördert nicht? Deswegen. So, so, so. Och nee. Immer diese Faselfehler. So, mit dem müssen wir natürlich hier unten rein. Tunneln hier durch. Und schon geht's an. Das machen wir weg. Sehen ja, wie es kommt. Und führen hier unsere Linien weiter. Fünf Stück. Was machen wir jetzt damit? Erstmal gucken, warum die obere Linie wieder mal stockt. Hier haben wir wieder ein kleines Problem. Und wir werden erst einmal diese Dinge hier vorbeiführen. Oh je, oh je, oh je. Ah, so. Und die miteinander verbinden. Und alle anderen werden wir ta-ta-ta-ta. Peu à peu hier anbinden. Das heißt, wir werden hier erstmal großzügig tunneln. Wir machen das schon schön so. So. Und hier tunneln wir jetzt durch. Mit insgesamt vier Linien. So. Ha, das war natürlich jetzt etwas hier zu eng. Macht aber nichts. Verdammt, wir hätten doch außen rumgehen sollen. Ja. Es ist nicht zu spät. Es ist nicht schön, aber es funktioniert. Wir machen es so. Nja, nja, nja. So. Ah, gut, ob das jetzt Sinn macht. Moment. Die klemmen wir hier dran. Die machen wir weg.
Musik. Dann überlegen wir. Mit der tunneln wir uns jetzt wieder rein. Das ist überhaupt nicht schön. Das gefällt mir nicht. Das müssen wir irgendwann mal neu machen. Ich will jetzt nur das Ding jetzt erstmal an den Start kriegen. So, hier haben wir jetzt die nächste. Die fügen wir hier, führen wir hier durch und impfen das hier rein. Jetzt haben wir die unterste. Kommen wir hier komplett durch? Nein, kommen wir natürlich nicht. War ja klar. Dann machen wir das so. Und fügen hier das so ein. Und kriegen hier doch jetzt hier eine anständige Marge raus. Ja, wunderbar. So, gucken wir mal hier hin. Oh, wunderschön. Wunderschön. Finde ich toll. Jetzt gehen wir hier rein und sehen, dass das hier hervorragend läuft. Das läuft auch gut. Und das läuft hier auch gut. Jetzt gehen wir zu unserem Hub. Hier oben sind wir jetzt schon bei 14. Das ist gut. Das heißt, wir kriegen wieder 4 mehr raus. Hier unten hat sich noch nicht rumgesprochen. Wird aber bald. Was bedeutet, dass wir hier jetzt ordentlich am Start sind? Also wenn jetzt hier eine 14 anliegt, bin ich zufrieden. Hier sind wir jetzt sogar schon bei 15. Jetzt hier 8,7. 8,8. Also das steigt hier. So, schauen wir mal auf unsere Upgrade-Liste. In der nächsten Folge werden wir Stufe 7 der Extrahierer, das werden wir abschließen, da bin ich mir sicher. Okay, dann haben wir hier 11.000, das heißt, wir brauchen noch 40, noch 38.000 davon. Ja, das werden wir nicht schaffen, aber wir sind auf einem guten Weg dazu. Das heißt, Stufe 5, Mischer und Färber, klick, nehmen wir auf unsere Liste. Das nehmen wir mal raus. Ja, und wissen, wie es weitergeht. So, hier brauchen wir jetzt noch 5.000. Ah, jetzt haben wir hier schon 10, aber wahrscheinlich 11 haben wir jetzt gleich. Ja, 11. 11 ist auch gut. 11,2, 11,4, 11,5, 11,7. Ja, weiter, weiter, weiter. 11,9. Ja, pendelt sich auch. 12,3, 12,5. Hier oben bei diesen Elementen sind wir jetzt schon bei 16, also mit Anschlag. Hier sind wir jetzt schon fast bei 13. Wir machen es so. In dieser Folge werden wir die 25.000 noch knacken. Ich lasse es jetzt ein bisschen laufen. Ich melde mich dann wieder, wenn wir soweit sind. Also, bis gleich. Und da sind wir. Wir haben den Itemfilter freigeschaltet für den Level 21. Items, die dem eingespeisten Signal entsprechen, lässt er passieren, den Rest zweigt er nach rechts ab. Du kannst zum Beispiel nach Farbe und Form sortieren oder mit Wahrheitswerten, also mit 0 oder 1, nur auf Knopfdruck passieren lassen. Ja. Ob wir das jetzt wirklich so dringend brauchen, weiß ich nicht, weil wir unsere Bänder doch ziemlich homogen bestücken, bis auf die Lieferung zu dem Hub. Aber schauen wir mal. Nächstes Level. Ich gehe erstmal zum Hub zurück.
Wir haben, oh, die nächste Geschwindigkeitsanzeige. Und zwar einen äußeren Kreis, einen mittleren Kreis, einen inneren Kreis. Und der innere Kreis hat quasi noch einen Sternzacken. Schauen wir uns das mal an. Vier Ebene. Kreis, Zacken. Also Halbkreis, Zacken. Halbkreis, Halbkreis. Puh. Okay. Der sieht anders als das hier. Nennen wir das mal Maschinentelegraph und das ist die Geschwindigkeitsanzeige. Hoch, da haben wir einiges zu tun. Okay, sei es drum. Wir schauen hier erstmal, diese Dinger kommen mit 15 rein, die kommen hier knapp mit 16 rein, das ist wunderbar. Hier brauchen wir natürlich noch etwa 20.000. Ich bin erstaunt, diese Zielscheiben brauchen wir gar nicht mehr. Wir lassen sie trotzdem durchlaufen. In der Zwischenzeit habe ich tatsächlich etwas rumoptimiert. Und zwar war ich bei den Mühlenräder unten und habe diese Produktionslinie gemacht. Hier kriegen wir das Ursprungselement rein, das zerschneiden wir, einen Teil schmeißen wir weg, einen Teil drehen wir und zusammen mit dem nicht gedrehten Teil basteln wir das zusammen zu unserem Mühlrad. Und das wird dann weitergeleitet. Aktuell bin ich hier dabei, eine zweite Linie zu bauen, weil wir brauchen ja zwei Linien. Und dafür führe ich jetzt mal diese jetzt hier weiter raus. Moment, die werden wir jetzt auch gleich wieder löschen und sehen hier, dass wir hier mal ein bisschen was abgreifen. Das Abgegriffene tun wir sofort hier rein. So, machen wir es mal ordentlich. Hier kommt jetzt eine Injektion. Die hauen wir hier rein. Und die hauen wir hier rein. Gucken wir uns mal an. Das läuft jetzt hier ordentlich durch. Wir werden jetzt hier noch das alles ein bisschen verstärken und rausziehen. So. Hier schauen wir mal. Das nehmen wir mal und stöpseln es mal hier rein. Das reicht völlig aus. So, das tun wir weg. Und das binden wir natürlich hier wieder an. Und das läuft. Und diese Linien, die sehen weitaus gefälliger aus wie die in Verbindung mit denen. Was natürlich jetzt auch bedeutet, wir werden ich weiß nicht, ob wir sie ersetzen. Wenn es darauf ankommt, ersetzen wir die. Da können wir das auch hier schön ausrichten. Also hier haben wir dann quasi zwei Linien, nach unten haben wir zwei Linien, hier machen wir zwei Linien und da haben wir zwei Linien und alles wird schön. So, also ich denke, hier kommen jetzt ordentlich sogar mehr Elemente rein als vorher. Sie werden jetzt nicht bis nach ganz oben durchgereicht. Das macht nichts, aber ich bin mir wirklich sicher, dass jetzt hier mehr anliegt. Hier sehen wir sogar einen Stau. Es staut sich. Und das ist gut so. Hier, diese Linie ist voll. Hervorragend. Hervorragend. Finde ich gut. Also, ein bisschen was haben wir optimiert. Wir gehen zurück zum Hub. Wir freuen uns auf den Level 23. Der wird wieder sehr interessant werden. Oh.
Gott, es wird jetzt echt komplex. Es wird komplex. Wir lassen uns aber nicht unterkriegen. In den Level 23 bekommen wir einen Signalgeber. Aha. Gut. Sehr schön. Ich sehe hier einen Zugang mit 0. Was hat das denn zu bedeuten? Nicht doch. Was ist denn das hier? Wir gehen hier rein und wir haben hier rauszugehen. Ah, Moment. Irgendwas haben wir hier auch verbockt. Wir werden das so machen. Was aber auch egal ist, wir haben jetzt hiervon auch erstmal genug. Aber das Ding läuft. So. Und das Wichtige ist jetzt, die Linien, die wir jetzt gerade ein bisschen optimiert haben, müssen wir weiter optimieren, um das zu schaffen. Das heißt, wir müssen sie quasi verdoppeln und den Kreisoutput am Mühlrad, der ist hier oben, den müssen wir quasi auch verdoppeln. Wobei das hier schon ziemlich gut aussieht. Wir gehen mal rein. Der ist quasi voll, der ist voll, der ist voll. Das heißt, hier produzieren wir mehr, als wir hier oben verbrauchen. Wird kompliziert. Das machen wir ab der nächsten Runde. Ich verabschiede mich für heute. Gehabt euch wohl. Habt euren fantastischen Tag. Tut, worauf ihr Lust habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.